Mahlzeit, liebe Leutchen und alle an alle Let's Players. Jetzt geht's weiter mit meinem Let's Play The Last of Us und bam. Da schlagen wir ihn erstmal den Schädel ein, den Kollegen. Und hauen jetzt hier ein bisschen auf die Kacke. Ellie versucht uns natürlich ein bisschen zu helfen, indem sie da ein bisschen den Kollegen ablenkt. Aber das Ganze machen wir schon. Kriegen das Ganze schon irgendwie gebacken hier. Ja, wo schwirrt der Kollege jetzt hier rum? Ist jetzt hier gar keinen mehr irgendwie. Ist jetzt Ellie. Sind denn die ganzen Chaka-Freunde von uns? Gib mir Deckung. Ja. Oh, da. Was war das denn? Ein bisschen daneben geschlagen. Aber der ist platt. Ne, den Schädel haben wir ganz schön eingeschlagen. Ich könnte mir jetzt einfach mal... da unten kommt einer. Vielleicht kommt er hier runtergejängelt. Das weiß ich natürlich nicht. Ist er jetzt da oben vor Ort, der Kollege? Aber wir könnten jetzt auch... Natürlich könnten wir jetzt hier reinjängeln und voll auf die Kacke hauen, weil der hier auch jetzt wieder auf, voll auf uns zugejängelt kommt. Oh, 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 oh. Hier ist ganz schön was los. Umzingelt ihn. Die sind ganz schön gierig auf uns. Hm. Zum Glück ganz gut ausgerüstet. Hau mal eben ein bisschen von da ab. Vielleicht lassen sie gleich mal von uns los und um den Rest, der da rumschwirrt, können wir uns leise kümmern. Aber das müssen wir natürlich abwarten. Denn natürlich, wenn ich wüsste, dass da draußen irgendjemand rumschwirrt, dann suche ich erstmal nach dem und möchte den natürlich auch kalt machen, wenn er meine Homeboys fertig gemacht hat wie jetzt. Also den haben wir jetzt schon ganz schön die Fresse poliert, müssen wir das mal so ganz deutlich ausdrücken. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kollegen von denen noch dort unterwegs sind. Es könnten ja natürlich noch ein paar sein, das weiß ich aber natürlich nicht. Weil ich sehe jetzt eigentlich von denen nicht gerade viele. Könnte sein, dass es auch jetzt letzten Endes nur noch einer ist. Könnte aber auch sein, dass es mehrere noch da das am Start sind. Hä? Gehen wir einfach mal jetzt hier eben durchs Fenster rein. Oder gehen wir hier hoch. Ist er hier hoch? Nee. Das finde ich auch. Da hören wir, was da los drinnen, da drinnen los ist. Noch ganz schön am rumbrüllen da. Deswegen gucken wir mal, dass wir uns da vielleicht ein bisschen leise anschleichen. Und dann einfach mal gucken. Der hat uns fast erwischt, der Kollege. Müssen wir natürlich aufpassen, dass er uns am besten nicht erwischt. Einer dieser Kollegen, sondern dass wir uns da
ein bisschen leise mit dem beschäftigen. Es könnte ja natürlich jetzt hier noch sein, dass hier noch 5, 6 Leute irgendwo rumschwirren und hier auftauchen. Weil da kommt jetzt noch einer. Ich weiß nicht, ob der hier hochkommt. Ich schmeiß einfach mal die Pulle da an der Wand, damit er sich darauf konzentriert. Aber er hat uns gehört und erwischt. Das werde ich büßen. Er war knapp. Bam, bam. Alles geplant, der Überfall. Nee, das ist keine reine Spekulation, wo einer herkommt, sondern das ist pure Taktik hier. Ne? Haben wir nicht mehr viel Energie. Ich möchte aber natürlich jetzt auch nicht sofort mein ganze Hilfegebiet mal hier wegballern, sondern ne, natürlich nehme ich jetzt eins, weil wir natürlich auch schwer verletzt sind. Hat er das überlebt? Hat das kann nicht sein. Oh. Da ist noch einer. Hier schwören anscheinend noch ein paar Leute rum. Er ist jetzt platt, denke ich. Sehe jetzt hier keinen mehr. Ich leg die jetzt einfach mal hier ab, falls mal einer hier rumjängeln will. Da kommt schon einer von unten, das habe ich nämlich gedacht. Und einer kommt von oben, der jetzt platt ist. Ne? Da haben wir schon wieder mal zwei Kollegen ausgeschaltet. Und ich denke mal, die haben sich jetzt voll in die Buchse gemacht, weil die gemerkt haben, was das für ein Taktik-Genie ist hier. Ne? Wenn man da eine Bombe platziert, runtergelaufen, den einen, der entgegenkommt, erstmal die Fresse eingeschlagen und oben, boom! Ja, das hier wird auf jeden Fall ein kleines actionreiches Let's Play-Video. Und ja, damit kann es eigentlich so richtig losgehen hier, würde ich mal so behaupten und so würde ich mal so sagen, ey. Na komm. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele Kollegen hier noch rumschwirren. Von den Meister-Propas hier. Aber hier haben wir noch ein bisschen was, was wir aufheben können am Muni und so. Ja, weiß ich nicht. Wo bist du? Ich würde jetzt mal so sagen, dass er natürlich oben ist. Hier sehe ich jetzt nirgendwo einen, der hier irgendwo rumschwirrt. Also könnten wir hier theoretisch wieder hoch, ohne dass uns einer erwischt. Ne, denn den Rest würde ich gerne etwas ruhiger ausschalten. Nachdem was wir jetzt hier schon ratzfatz ausgeschaltet haben, wir haben jetzt hier drinnen einiges aufs Korn genommen und draußen auch schon. Verdammt knapp. Aber das macht doch Spaß. Schnell, Joe, immer ruhig. Ruhig, ruhig. Alles im Griff. Alles in Butter, Elli. Nee, sonst würden wir, glaube ich, nicht mehr leben, wenn der Meister das nicht so im Griff hätte. Da schwirrt auf jeden Fall noch einer rum, den ich jetzt hier so in der Nähe sehe. Haben es, glaube ich, auch erstmal abgeschlossen mit der Sucherei nach mir unten rum oder so, sondern die suchen
oder befassen sich mit der oberen Etage hier. Sagen wir, lauern hier einfach mal ein bisschen im Hinterhalt und können eventuell einen von hinten greifen und ersticken. Oh, einen habe ich jetzt hier bis jetzt gesehen. Wo ist er? Er schwirrt da hinten irgendwo rum. Dreht da seine Runde. Ja, weiß ich nicht, ob es derselbe ist, der jetzt hier gerade ein bisschen am Rumquatschen ist. Beeil dich. Bombe können wir nur eine machen, das andere ist Rauchbombe. Bin ich so der Freund der Rauchbombe. Bis jetzt noch nicht genutzt, aber das hätte ich mal tun können. Ja. Hier vielleicht auch mal ein bisschen angebracht gewesen und ne, den haben wir gut umgangen. Astreine Aktion wieder mal. Ist der nämlich auch schon tot. Da hinten ist jetzt noch einer unterwegs, um den wir uns hier kümmern sollten. Oh Mist! Zack. Dafür wirst du bezahlen. Ah, da ist noch einer. Ach man, wie viele sind denn hier noch? Wo bist denn du? Meister Propper. Wo ist denn der? Ich glaube hier. Erwischt habe ich ihn jetzt aber nicht. Jetzt kommt er hier hoch rüber gejängelt. Oh, hat er mir eine verpasst. Und er kriegt erstmal eine in die Kehle und Ende im Gelände. Das war verdammt knapp. An den Rand des Universums und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Savage Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Ach so. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Okay. Da haben wir das Ganze hier auch geschafft. Dann brechen wir die Tür hier einfach mal mit einem Messerchen auf. Schauen uns hier drinnen um, was wir hier so finden. Aber ich glaube, das hier war ein schönes Let's Play. Na, ganz schöne Absticherei hier heute. Hier haben wir noch eine Karte des Quartiers gefunden. Du liest also gern, hm? Wenn ich nicht vor Huntern und Infizierten weglaufe? Ja, dann lese ich gerne. Das finde ich aber toll, dass sie gerne liest. Unsere liebe Ellie ist eine kleine Leseratte. Finde ich ganz cool. Jedem das Seine, wenn es ihm gefällt. Ja. Noch so einen kleinen Schokoriegel. Können wir uns noch so ein bisschen die Energie auffüllen. Okay. Aber. Machen wir etwas Stimmung. Bereit? Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagt der eine. Schmeckt komisch. Ohohoho, war der gut. Hat mich weggeschmissen. Ho. Oh. Scheint eine richtige Komödiantin zu sein. Wie wär's mal mit einem Buch? Ein Witzbuch. Oder eine eigene Show. Ist ja schon so heavy drauf wie die Cindy aus Marzahn. Ne? Also, ui, ich mich weggeschmissen. So viel habe ich schon lange nicht mehr gelacht nach die. Wie nach diesem Witz. Ja. Aber wie es ausschaut, haben wir jetzt schon alles mitgenommen. Haben wir schon alles gut verwirtschaftet. Und haben hier 20 Mann oder was weiß ich ausgeschaltet. So, hier unten waren es auf jeden Fall um die 5, 6 bestimmt.
war ja eine richtige Abschlachtung hier, die wir jetzt hier vollzogen haben. Aber hier beendet man das Let's Play. Wir sehen uns im nächsten Take. Ich wünsche euch viel Spaß hiermit. Ich verabschiede mich. Adios, amigos, muchachos. Tschüss, bis dann.